Ganz herzlich begrüße ich euch zu unserem Abendgebet aus Maria Laach. Heute sagte mir einmal wieder ein Mitbruder, du willst immer direkt mit dem Kopf durch die Wand. Ja, manchmal bin ich ein Hitzkopf, habe eine Idee und will sie auch umsetzen und will natürlich alle begeistern und bin dann enttäuscht, wenn nicht jeder so begeistert ist wie ich. Vielleicht kennt ihr das aus eurem Leben. Einfach immer wieder vorpreschen. Und dann dieses Wort Jesu, wenn einer hinter mir hergehen will, verleugne er sich selbst, nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Ja, manchmal bin ich dem Kreuz voraus, will schneller sein als der Herr. Und dann sagt er mir, hinter mich, geh hinter mir her, ich werde dir den Weg weisen. Das macht ein langsamer, demütiger und stiller. Aber es zeigt uns auch, wo unser Platz ist. Und das ist ein Platz, der andere nicht überfordert, sondern der andere einlädt, mitzugehen. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Herr, wenn wir im Eifer des Gefechts einmal wieder vorpreschen wollen, zeige du uns, wo wir hingehen sollen, wo unser Platz ist, nämlich hinter dir. Dort stehen wir alle gemeinsam und dort stehen wir richtig und gut. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht.